Sie haben in Erinnerung, dass der Deutsche Bundestag am 18. Februar 2021 einen Nachtragshaushalt beschlossen hat. Gegen diesen zweiten Nachtragshaushalt haben wir gestern alle 197 Abgeordneten der CDU-CSU eine abstrakte Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Dem liegt zugrunde eine Entscheidung des Bundeskabinetts und anschließend eine Entscheidung des Deutschen Bundestages aus dem Haushalt des Jahres 2021 und genehmigten Kreditermächtigungen in Höhe von 240 Milliarden Euro, die für die Bewältigung der Folgen der Corona-Krise vorgesehen waren, einen Anteil von 60 Milliarden Euro in einen erst Energie- und Klimafonds und jetzt Klima- und Transformationsfonds genannten Sondervermögens zu übertragen. Wir halten diese Vorgehensweise für verfassungswidrig. Es ist aus unserer Sicht eine unzulässige Umgehung der Schuldenbremse des Grundgesetzes, die vorsieht, dass nur in außergewöhnlichen Notlagen diese Kreditobergrenze überschritten werden darf, die das Grundgesetz vorsieht. Wir haben dieses Thema auch in den Beratungen zum Nachtragshaushalt angesprochen. Die Bundesregierung sieht es anders und hält es für zulässig, dass aus diesen 240 Milliarden Euro des letzten Jahres in diesem Jahr im Wege eines Nachtragshaushaltes 60 Milliarden übertragen werden in diesen Fonds. Wir haben zwei renommierte Verfassungsrechtler beauftragt, in unserem Namen diese Klage zu erheben. Das ist Professor Dr. Hanno Kube aus Heidelberg und Professor Dr. Carsten Schneider von der Universität Mainz, die mit uns zu dem Ergebnis gekommen, dass damit die Verfassung nicht eingehalten wird. Wir können uns auch beziehen auf ein Gutachten des Bundesrechnungshofes, der zu einem gleichen Ergebnis gekommen ist. Wir haben zusammen mit dieser Klage einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Bundesverfassungsgericht gestellt. Wir wollen mit dieser einstweiligen Anordnung des Bundesverfassungsgerichtes verhindern, dass aus diesem Energie- und Klimafonds oder wie er jetzt heißt, Klima- und Transformationsfonds, die Gelder bereits ausgegeben werden, bevor das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache entschieden hat. Ich will hier ausdrücklich sagen, dies ist keine Klage gegen ausreichende Mittel zur Bewältigung der Klimakrise, sondern wir wenden uns hier gegen eine haushalterische Maßnahme der Bundesregierung und auch der Mehrheit der sie tragenden Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag, die wir für einen Verstoß gegen das Grundgesetz und die da niedergelegte Schuldenbremse halten. Wir sind selbstverständlich mit der Bundesregierung der Meinung, dass für den Klimaschutz und für die Transformation in Deutschland viel, sehr viel getan werden muss. Ich will in diesem Zusammenhang aber darauf hinweisen, dass dieser Fonds bereits über 40 Milliarden Euro enthielt, bevor die zusätzlichen 60 aus dieser Überschreitung der Kreditobergrenze des letzten Jahres hinzugefügt worden sind. Also wir stellen nicht den gesamten Fonds in Abrede, sondern wir stellen nur die Finanzierung dieses Fonds in Abrede und sehen leider keinen anderen Weg, als damit nach Karlsruhe zu gehen und dies überprüfen zu lassen. Das ist für das Bundesverfassungsgericht Neuland. Es hat bis jetzt keine Klage gegeben, vergleichbarer Art, die sich auf diesen Grundgesetzartikel bezieht. Es gibt ein vergleichbares Verfahren aus dem Land Hessen, wo die hessische Landesregierung etwas Ähnliches gemacht hat. Und der Verfassungsgerichtshof des Landes Hessen hat es für unzulässig gehalten. Wir teilen diese Einschätzung. Das war ein unzulässiger Versuch, auch die hessische Landesverfassung hier in Anspruch zu nehmen. Wir sehen zahlreiche Parallelen und fühlen uns deswegen auch durch die Entscheidung des Hessischen Verfassungsgerichtshofes hier ermuntert, diese Klage beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Vielleicht noch kurz zu den Formalien etwas. Wir haben hier kein Organstreitverfahren zwischen dem Bundestag und der Bundesregierung, sondern es ist ein abstraktes Normenkontrollverfahren, das eine Landesregierung, die Bundesregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages
auslösen können, beantragen können. Wir wenden uns gegen einen Beschluss des Deutschen Bundestages mit der Mehrheit der Ampelkoalition, den wir für verfassungswidrig halten. Und das ist eine klassische Aufgabe der Opposition, solche Entscheidungen der Mehrheit auch vor dem Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht unseren Anträgen folgt. Wie gesagt, zunächst dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, um die Verausgabung dieser Mittel nicht zu ermöglichen, dann aber auch in der Hauptsache eine Entscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht dann erstmalig Gelegenheit hat, auch zu den Grenzen und Möglichkeiten der Schuldenbremse des Grundgesetzes eine höchstrichterliche Entscheidung zu treffen. Vielen Dank.